Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um meinen Balkon, denn der ist verwahrlost. Ich habe den 2 Jahre lang kaum betreten mehr und genau so sieht er auch aus. 100 Meter Höhe werden jährlich bis zu 500.000 Tonnen Abfall entgelagert. Und es geht nicht. Ich habe schon einen Balkon, auch wenn es vielleicht nicht der schönste Platz ist, so direkt an der Hauptstraße und es immer extremst laut ist und vielleicht auch nicht die entspannteste Situation dann da zu sitzen, aber ich habe einen Balkon in einer 34 Quadratmeter Wohnung in Berlin. Deswegen muss ich natürlich auch dafür sorgen, dass der irgendwie schön ist, meiner Meinung nach. Und deswegen machen wir das heute ein bisschen gemeinsam. Alles ist verstaubt, alles ist dreckig, es ist blöd. Und deswegen werden wir erstmal alles schön machen und dann die Tage die Blumen einpflanzen. In der Hoffnung, dass alles wieder hübsch hier ausschauen wird danach. Drückt mir die Daumen. Das wird auf jeden Fall eine Arbeit. Vielleicht habe ich keinen Bock, aber muss. Ich zeige euch erstmal den Stand der Dinge. Das machst du sehr schön. Die Erde wurde hier schon rausgeschafft aus den Kübeln. Ihr seht hier schon die ersten Blümchen. Wir sehen hier mein schönstes Schmuckstück. Staub und Spinnenweben in jeder Ecke. Es ist wirklich schön. Irgendwelche Sachen in den Ecken stehen. Fragt einfach nicht. Nee, war ekelhaft. Ja, das ist alles. Also es gibt eigentlich nicht viel von der Fläche her zu tun, aber alles ist sehr verstaubt und verdreckt und unschön. Und ich hoffe, dass diese Babys es einfach sehr schön machen werden. Irgendwas riecht hier fett nach Gras. Nach Gras? Ja. Ich habe an allem riecht. Ja, weil hier eine Grasbäge liegt auf dem Balkon. Was? Wirklich? Schneiden wir raus. Nein, ich nehme nicht raus. Ist egal. Jetzt ist es legal. Was wollen wir denn überhaupt jetzt machen? Wollen wir jetzt saugen erstmal? Wollen wir jetzt erstmal saugen? Der Staubsauger ist nämlich in der Kammer da. Oh, kannst du mir nochmal deine Muskeln zeigen? Der Staubsauger ist in der Kammer. Du meinst in der Kammer da? In der Kammer. Sag was. Ja. Sage ja. Staubsaugen. Ich wollte dann eigentlich nämlich auch noch feucht durchwischen, tatsächlich. 5 zu 12. Deine Shisha da drinne. Ach so, ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, was da noch drin ist in diesem Beutel. Oh mein Gott. Alter, ist das alles runtergeplumpst gerade? Ja. Bitte tut dir nicht weh, okay? Ja, Profi-Tipp, lass niemals im Winter eine Shisha mit Wasser in der Bowl. Da war Wasser noch drin? Naja, die war im Winter draußen. Ich habe vergessen, das Wasser rauszunehmen. Oh mein Gott. Und dann ist das... Oh mein Gott. Dann... Ja, Wasser dehnt sich ja aus, wenn es Eis wird und dann pum, platzt die Shisha unten auf. Das wird jetzt aber nicht nochmal in einer neuen Tüte hier auf dem Balkon landen, ja? Oh, Kohle. Cool. Ist voll eklig da drin, Alter. Oh mein Gott. Oh, so schön. Oh je. Oh je. Aua. Ah, mein kleiner Zeh. Ah. Komm. Was ist... Das war schon schwer. Das ist ein leerer Kasten. Das ist schwer. Warum steht da ein leerer Kasten? Da steht quasi einfach Lebensgeld. Du hast zu viel. Ihr habt's gehört. Ich bin einfach zu rich. Was haben denn wir heute in unserer Zauberkiste hier? Oh, Nature, Badreiniger. Oh, das klingt doch fantastisch. Auch wichtig und richtig. Get me out of love, yeah, call me when you want. Sunshine on my door, yeah, nowhere left to go. I just need to stay alone, yeah, need to stay alone. I've been on my own, yeah, I've been on my own. I know, you know, I changed a lot. The
the sun, the sunshine on my eyes. It's been so goddamn cold tonight. You better call me up. Whenever you're gone, I can change your life. I don't know. Man kann ihn wieder anfassen. Wow. Welche Seite? Eine Seite. Ich glaube, der muss in Therapie gehen, was der das schon alles gesehen hat. Du machst es aber ein bisschen größer als sein Gesicht. Du hast ja alles gesehen, aber es hat mich jetzt auch voll die Party-Fan oder so. Eigentlich mögen wir gar keine Menschen. Spritz doch die Kamera nicht an, Werbe. Spritz hin, wo ich will. Ich bin ein Mann. Komm ich einmal die Kamera an, kommt hier einfach Testosteron. Pause raus. Oh, ich bin ein Mann. Ja, spätestens bei, als ich Bizeps gezeigt habe, war das doch klar. Sie hat dringend vor Maskulinität hier in diesem Haushalt. Mm. Und später kommt er wieder, ich will kuscheln. Ja. Ja. Uhu. Hast du gerade Uhu gesagt? Sag's bitte nochmal für mich, das war ja. Uhu. Du spritzt viel mehr ab als ich hier, Alter. Neidisch. Ja, ich glaube, da hat einfach die Evolution zugeschlagen. Die Biene ist vor Dummheit verringert. Ich hab keinen Bock. Korrekt, ich habe keinen Bock. Dann morgen. Hi. Hi. Wir werden uns jetzt an den Balkon machen und die Blumenkästen bepflanzen. Ich muss sagen, ich habe gar keinen Bock. Weil ich voll gefressen bin und eigentlich nur schlafen will. Aber diese Pflanzen sehen langsam nicht mehr so geil aus. Die müssen gegossen werden und eingepflanzt werden. Deswegen können wir uns nicht mehr davor drücken. Es wird jetzt gerade die Erde angemischt. Was tun Sie gerade, mein Herr? Ich habe jetzt kein Glas voll Dreck, aber ich habe ein Brikett voll Dreck. Ein Brikett voll Dreck, das ist fantastisch. Und das machen wir jetzt erstmal auch. Ja, wir haben irgendwie keine andere Erde gefunden und ich habe das vor ein paar Jahren schon mal gesehen, aber ich war unsicher, wie gut sowas funktioniert. Das sind einfach so eine gepressten Dreckdinger und die mischst du dann einfach, also quasi packst sie in so ein Wasser... Eimer, ist das Wort? Das ist ein Eimer. In einen Eimer voll Wasser und dann soll da auf magische Art und Weise Blumenerde daraus werden. Ja. Ja. Wenn du normale Erde in den Ofen steckst und das Wasser verdampfen lässt, sieht so aus. Ja. Na, dann quäl mal, Alter. Dann quäl mal. Wir melden uns in 15 Minuten zurück mit dem Dreck. So sieht unser Dreck aus. Fantastisch. Mh, wie es blubbert. Lecker. Soll ich dir was sagen, was Kacke ist? Hm? Ich habe mich verzählt. So. Ich hatte einen Job. Ja. Und die Blumen zu zählen? Ja. Ich habe mich verzählt. Und? Waren es viele? Nein. Sondern? Zwei. Es fehlen zwei. Ich glaube nicht, man kann was. 2000 Jahre später. Okay, endlich geht's zum Einpflanzen der Blumen. Der Dreckbeauftragte ist immer noch dabei, weiter Dreck zu produzieren. Ich habe mir auch einen dunklen Pulli angezogen, weil ich gemerkt habe, ich mache einfach wieder dieselbe Aktion, wie wenn ich male und hatte einfach einen weißen Pulli an, während ich hier mit Dreck hantiere. Hey, hey, hey. Was sollte das jetzt für eine Geste sein? Ich habe keinen Vogel im Kopf.
weiß gar nicht, von was er redet. Du hast so das Grün von den Bäumen hinter dir und du hast das Grün vor dir. Also es sieht eigentlich aus, wenn du so im Garten sitzen wirst. Ah, schön. So soll es sein. Eine Ewigkeit später. I've never been exposed like this before. I'm good at shutting you out. I've always had a way of keeping closed. Beat it high. Na, nutzt du den Balkon? Ja. If you find it, I've been too much on you.